schön. Total, ist ganz schön. Nein. Ich bin das so. Das sieht das aus da auch nicht. Thank you.
den Fluss erreichen wir den Kurort Beckis am Fuße der Rigi. Beckis ist mit seinen vielen Hotels und Pensionen ein beliebter Sommerkurort. Sein Klima ist sehr mild dank der windgeschützten Lage. Das Lido Beckis, welches Sie in einigen Augenblicken auf unserer linken Seite sehen, ist in seiner historischen Bausubstanz von 1919 erhalten und war damals das erste nicht geschlechtergeteilte Freibad in der Schweiz. In wenigen Augenblicken begegnen wir nun im Fahrtweg Dullings unserem ältesten Schiff auf der Vierwaldstätte See, dem Dampfschiff Uri. Dear guests, the town you are approaching now is Beckis, a well-known summer resort. Beckis has a very mild climate because it lies at the foot of Mount Rigi, which protects it from the cold north winds. In a few moments we will meet up with the paddle steamer Uri on our left-hand side. It is the oldest steamboat on our lake and the oldest paddle steamer in all of Switzerland and was built in 1901. Thank you.
our left-hand side. The elegant classic turn-of-century steamer Schiller was taken into service in 1906 and renovated the last time from 1997 till 2000. The wonderful first-class salon is kept in geometric Art Nouveau and listed as a protected building. Hier
andere ist daran verdammt lediglich noch mit einem Druck von 1 bis 2 bar in diesem hier links von mir drehenden Niederdruckzylinder. Und wegen diesem zweiten Arbeitsgang wird diese Maschine eben eine Verbundmaschine genannt. Anschließend gelangt der Dampf in die erste Stufe der Vorwärme und für das Kesselwasser. Das ist da unten vorne am Boden liegend, dieser runde grüne Behälter. Das ist ein Vorwärme und dort wird dem Dampf die Wärme entzogen und eben das Wasser, welches in den Kessel geschmissen wird, zum ersten Mal etwas vorzuwärmen. Anschließend gelangt der Dampf in diese Anlage hier unter mir, welche so arbeitet. Das ist eben diese Einspritzkondensation. Und dort wird der Rest der Dampf mit dem Wassereinspritz und eben wieder zu Wasser kondensiert. Und dabei entsteht ein Vakuum, ein Unterdruck, da ja Wasser ein viel kleineres Volumen besitzt als Dampf. Und dieser Unterdruck, dieses Vakuum, wird eben genutzt, um die Kräftedifferenz dieser zwei Zylinder etwas auszugleichen. Sie müssen sich vorstellen, diese zwei Zylinder, welche ja trotz der großen Druckdifferenz, müssen in etwa gleich viel Arbeit verrichten, ansonsten die Maschine eben nicht schön rund laufen würde. Und dies wird eben einerseits erzeugt durch das viel größere Volumen, den viel größeren Inhalt des Niederdruckzylinders und andererseits eben durch diese Mithilfe von diesem Vakuum. Somit ist diese Kräftedifferenz dieser zwei Zylinder in etwa gleich ausgeglichen. Anschließend wird das Kondensat, der kondensierte Dampf, dann wieder den See zurückgegeben, angetrieben von einer sogenannten Kniehebelpumpe, welche auch wieder angetrieben wird durch diese Motorwelle. Ich habe Ihnen gesagt, der kleine Hochdruck und der große Niederdruckzylinder, diese zwei verrichten schlussendlich diese Arbeit und die Kraftübertragung erfolgt dann via Kolbenstangen, Kreuzköpfe etc. nicht ersichtlich von meinem Standpunkt. Auf diese runde, hier drehende Triebstange und schlussendlich natürlich auf diese mächtige, durchgehende Kurbelwelle mit den beiden außen sich befindenden Schaufelwellen. Und diese Kurbelwelle und diese Schaufelwelle, die sind stark miteinander verbunden, das heißt, entweder drehen diese Räder vorwärts, bleiben stehen oder drehen rückwärts. Und das wiederum erklärt uns auch eben den großen Wenderadius, den wir benötigen, sehr gut erkennbar bei Rückwärtsmanövern in der Luzerner Seele. Diese Schaufelräder außen, die haben einen Durchmesser von 4,26 Meter. Und diese Schaufelräder, die sind bestückt mit 9 einzelnen Schaufeln. Und wenn dieser laminierte Fahrplan meinerseits hier eine Schaufel darstellt, dann ist diese Schaufel eben nicht so schön gerade, sondern die ist so leicht gebogen. Sehen wir das alle? Leicht gebogen, die sind schwenkbar gelagert und mit Stangen miteinander verbunden. Auf diese sogenannten exzenter gesteuerten Schaufeln, die tauchen uns bei einer Vorwärtsbewegung ziemlich senkrecht ins Wasser ein. Und wenn sie hinten wieder aufkommen, ziemlich senkrecht zum Wasser wieder raus. Und mit dieser über 100-jährigen Mechanik ist es eben möglich, einerseits einen sehr großen Wirkungsgrad zu erreichen und andererseits eben auch eine Lärmverminderung gegenüber Rädern mit geraden und starren Schaufeln zu erreichen. Das Schiff selber wird gesteuert durch ein elektrohydraulisches Ruder, welches sich da hinten am Netz befindet. Und dieses Ruder wird selbstverständlich oben im Steuerhaus bedient und bei den Landemanövern an den beiden Seiten der Fahrständen, diesen sogenannten Lokfahrständen. Und bei diesen drei Standorten befindet sich auch ein Telegraph, wo wir die Fahrbefehle unterschicken in den Maschinenraum auf diesem Telegraphen da drüben hinter dieser Plexiglashaube. Und für die verbale Kommunikation, das heißt so wie ich mir das mit Ihnen unterhalte, stehen uns diese Sprachrohre, diese drei schön glänzenden Messingrohre zur Verfügung, wo ich mich mit der Maschinistin 1:1 unterhalten kann. Wir haben oben im Steuerhaus absolut keinen Einfluss auf diese Maschine. Wir können nur die Befehle übermitteln.
Ich bin mir wahrscheinlich, dass wir das uns nicht die Wochen suchen, nur dass eine Sicherheit Katastrophe. Schauen, das Zusammenspiel von diesen Abschieden, das ist sehr wichtig, sie werden das in wenigen Augenblicken erleben. Der Maschinenraum ist besetzt durch, in der Regel durch zwei Maschinisten und wenn Sie den Arbeitsplatz betrachten, hier in der Mitte von diesem Raum sehen Sie verschiedene Hebel und Sie sehen ein Handrad. Und wenn ich jetzt den größten Hebel auf der Steuerbordseite in Fahrtrichtung rechts betrachte, dieser ist angeschrieben mit Regulator und mit diesem Arbeitsinstrument reguliert uns eben der Maschinist die Menge des eingeströmten Dampfes hier in den Hochdruckzylinder. Wird jetzt dieser Hochdruckzylinder infolge eines Drehmanövers mal auf einen sogenannten toten Punkt zu liegen kommen, das heißt Kurvenwelle und Kurvenspanne würden sich auf der gleichen Gerade befinden, dann hätte der Maschinist die Möglichkeit, den Dampf direkt hier in den Niederdruckzylinder einströmen zu lassen und so dann eben die Maschine wieder in Gang zu setzen. Sie können das vergleichen mit einem Velo, wenn Sie eine gerade Straße haben und Sie haben eine Pedale oben und die andere Senkrecht unten, können Sie theoretisch nicht anfahren, die sogenannte roten Punkt. Beim Velo ist das ganz einfach, kann ich den Schwung draufsetzen und das Velo so in Betrieb setzen. Hier bei so einem großen Dampfschiff wäre das ziemlich schwierig. Und dieser Hebel ist eben angeschrieben mit Himmelsdampf und dieser Hebel ist auch auf der Steuerbordseite nahe und beim Rad. Und schlussendlich noch der dritte Hebel von meinem Standpunkt aus nicht ersichtlich, hinter diesem schwarzen Schläf. Der ist angeschrieben mit Wasser und mit diesem reguliert uns eben der Maschinist die Menge des eingeschüttelten Wassers hier in diese Einspritzkondensation. Das heißt, die Wasserzufuhr muss natürlich unterbrochen werden, wenn es keinen Dampf mehr zu vernichten gibt. Das heißt, wenn die Maschine zum Stillstand kommt. Und das ist sehr wichtig. Ansonsten das Wasser eventuell zurücklaufen würde in den Vorwärmer, Niederdruck bis in den Hochdruckzylinder und der Maschine so eventuell solche schweren Schäden verursachen könnte. Schließlich noch das Handrad mit diesem sogenannten Untersteuerrad. Mit diesem reguliert uns eben der Maschinist die Dauer der Dampfeinströmung und das ist angegeben in 5%. Und bei Manövern, Sie werden das in wenigen Augenblicken sehen, verschieben sich hier unter mir diese sogenannten Kulissensteine, welche ihre pendelnde Bewegung von diesen Exzentren bekommen, beidseitig der Maschine und ändern uns damit eben die Drehrichtung, aber auch die Drehzahl der Maschine. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben zwei Vorwärmestufen für das Kesselwasser. Die erste ist da unten vorne, habe ich schon erklärt, dieser Vorwärmer. Und die zweite Stufe, um das Wasser etwas vorzuwärmen in der Kiste, die befindet sich da hinten im Dom. Da haben wir im Abgasrohr des Brenners, haben wir einen sogenannten Ecomeiser, das ist auch ein Wärmetauscher. Und dieser hat eben auch die Aufgabe, das Wasser auf ca. 80 Grad Celsius vorzuwärmen, bevor es dann schlussendlich in den Kessel gelangt. Und die restlichen 200 Grad übernimmt dann eben dieser Brenner hier hinter dieser roten Verschallung. Und jetzt sind wir bei diesem Punkt angelangt, wo wir Ihnen gerne so ein Manöver demonstrieren. Und dazu bitte ich jetzt meine Kollegen oben im Steuerhaus, wenn es die Situation auf dem See gebietet, dieses Manöver einzuleiten. In der Zufahrt würden wir ca. 500 Meter vor einer Station abgeben. Wir klingeln den Maschinisten nach runter, er klingelt uns zurück und jetzt wissen wir, der Maschinenstand ist besetzt. Wir sind in der Lage, dass wir ihm die Befehle übermitteln können. Und nun ist der zweite Maschinist, Mark Schmid, an den Fahrstand getreten und ist bereit, die Befehle unsererseits entgegenzunehmen. Jetzt mit dem ersten Kommando los und dann setzt sich dann alle Kraft.
Das Kommando wird übermittelt, wird quittiert und das sehen Sie mit dem großen dicken Hebel, mit dem Regulator, wird die Dampfeinströmung eben reduziert. Die Maschine wird etwas langsamer und auch schon etwas geräuschsparender. Das nächste Manöver, das nennt sich dann langsame Fahrt. Und hier wird die Dampfzufuhr vollständig unterbrochen und jetzt sehen Sie das Umsteuerrad im Betrieb. Und wenn Sie nach unten schauen, sehen Sie jetzt diese, von meinem Standpunkt her nicht untersichtlich, diese Kulissensteine, welche sich verstellen. Und jetzt läuft die Maschine langsam aus, die bekommt keinen Dampf mehr, die würde einfach irgendwann unmittelbar stillstehen. Darum gehen wir als zweite zum Stoff. Jetzt werden die Kulissensteine eben auf rückwärts gestellt und mit Gegendampf wird diese Maschine abgefahren. Das braucht sehr viel Gefühl und Erfahrung. Je nach Geschwindigkeit des Anstrengdrucks der Schalträder ist dies natürlich immer ganz verschieden. Jetzt haben wir viel an Geschwindigkeit verloren, wenn Sie nach außen schauen, stehen aber noch nicht still. Darum geht es weiter zum Bremsmanöver, das nimmt sich zurück. Dampfeinströmung mit dem Regulator. Und das letzte Manöver, das jetzt erfolgt ist, kann ich am Mikrofon nicht beeinflussen. Das muss genau in dem Moment eben erfolgen, wo das Schiff zum Stillstand kommt. Und wenn das gelungen ist, dann wird es mit dem Telegraf oben angetönt und untergrippiert. Das heißt, Manöver ist fertig. Der Maschinist könnte sich jetzt anderen Aufgaben widmen, wenn wir jetzt bei einer Station stehen würden. Und nicht zuletzt natürlich die beiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Deck, das Schiff befestigen und die Treppe einziehen und die Personen ein- und aussteigen lassen. Ich denke, Marc Schmid in der Maschine und oben Andi Kunz, die haben einen Applaus unsererseits verdient. Besten Dank, Sie sehen also, das Fahren oder vor allem das Manövrieren ist eine absolute Teamarbeit. Moment bitte noch kurz, ich habe noch was vergessen. Wenn Sie jetzt die Schaufelleiter außen beachten, sehen Sie jetzt diese gebogenen Schaufelblätter und hier sehen Sie einen Schaufelblätter im Bild und hier auf der Steuerseite eben nicht. Das heißt, diese Schaufelblätter, die sind ganz leicht gegenseitig versetzt. Sie sehen jetzt auch diese 90 Grad Versetzung von diesem Hoch zum Niederdruckzylinder. Und jetzt setzen wir unsere Fahrt wieder fort. Ich gebe Ihnen noch kurz ein paar technische Daten bekannt. Die Maschine hat eine Leistung von rund 1085 PS, das heißt 800 Kilowatt. Und mit dieser stolzen Leistung sind wir in der Lage, bis zu 31,5 Kilometer schnell zu fahren. Das ist einerseits nicht erlaubt, andererseits ist natürlich der Brennstoffverbrauch sehr hoch. Wir fahren in der Regel so mit 22 bis 25 Stundenkilometer, sind aber eben fähig, allfällige Beschädigungen in relativ kurzer Zeit wieder aufzuholen. Jetzt mache ich noch ein kleines Ratespiel mit Ihnen. Mein Kollege hat die Daten abgedeckt darüber. Das Schiff hat eine Länge von rund 63 Metern, eine Breite von 14,5 Metern. Und jetzt kommen Sie ins Spiel, wie das Publikum das Gewicht dieses Schiffes zu bestimmen. Haben Sie eine Ahnung, wie schwer könnte dieses Schiff sein? Ich gebe Ihnen einen kurzen Hinweis. Diese Maschine, der Maschinenstuhl hier, der ist über 20 Tonnen schwer. Und wir haben einen Verkaufstank mit 10.000 Liter im Haus, einen Brennstofftank etc. Wie schwer schätzen Sie dieses Schiff ohne Ihre bescheidenen 75 Kilo? 350 Tonnen sind gefahren. Die Bahn ist links von mir.